We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. Gut, jetzt. Ja, moin. Willkommen. Charlie spielt heute mal Panzer. Gucken, was der Stream-PC dazu sagt. Ein bisschen Bewegung erzeugen. Sieht gut aus. So, ich habe heute Vormittag schon ein bisschen oder Nachmittag schon ein bisschen gespielt. Muss ich mal sehen, ob ich die Musik anlasse. Spiel mal eine Runde mit Musik. Mal gucken. So. Extra auf SSD wieder installiert. Lange nicht gespielt. Was ist das für eine Karte? Okay. Ich glaube, ich fahre noch da. Ich denke mal, die Grafikeinstellungen passen noch. Der geht kaum unter 60. Auf geht's! Hört man die Musik gar nicht mehr, wenn der Panzer brummt. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen leiser machen. Das Spiel so insgesamt. Ich mach mal Musik aus. Gib Gas! Ein Zaun umfahren. Huch, wo kommt der denn her? Okay. Ich mag eigentlich Arti.
Halt aber auch, Moment, ich drehe mal ein bisschen leiser. Holy shit. Wir probieren mal mit 38 Lautstärke. Ja, da stehst du sicher. Okay, gucken wir. Jetzt können wir hier oben wieder gucken. Wenn ich denn rausgefunden habe, wie die ganzen Tasten sind, dann mache ich bestimmt doch gerade noch so und so viele Sekunden und so. Was ist das für ein Kreis? Das ist neu. Das finden wir noch irgendwann raus. Holzen wir hier noch ein bisschen mit zwischen. Hängen geblieben, verdammt. Verdammt, hängen geblieben. Die andere Art, die ist da auch schon drauf. Acht Sekunden, komm schon, Baby. Ja, irgendwie kann man ansagen. T. Das war nicht T. Hallo, Redusus. Heute mal was anderes. Schwein spielt mal Panzer. Nee, da will ich mal nicht zwischenhalten, ne? Ja, mal eins. Also ich habe das echt über ein Jahr nicht mehr gespielt. So, wir gucken mal. Wir haben auch ein bisschen ausgeteilt. Genau, und weil man da nicht irgendwie monatlich was bezahlen muss für und so was, alles finde ich da doch ganz gut. Da kann man auch mal eine Pause machen und dann mal wieder spielen. Die Betäubung, okay, die war letztes Mal auch schon, wo ich da war. Die kritischen Schäden, die waren auch schon. Okay. Teamauswertung nach Punkte sortiert. Ja, ging so. Und Plus gemacht. Das ist auf jeden Fall wichtig bei so einem Arty-Level hier, ne? Wenn man denn Plus macht, ist das schon mal gut, ohne Premium-Account zu haben.
weiß gar nicht, wie viele Gefechte ich habe. 18.875. Das mit den Schiffen, ja, ist nicht so meins. Da gab's noch eins mit Flugzeugen, das habe ich eine Zeit lang auch gespielt. World of Warplanes. Also ich bin jetzt nicht der Übermensch, ne? Ganz normaler WoT-Pleb. So. Und auch teilweise auch bloß, weil ich halt ein paar Goldpanzer habe und so. Hier vorne. Ich habe mir einen Löwen gekauft, ich habe mir einen T34 gekauft und Typ 59. Dass man so auch mal eine Runde drehen kann und den Plus macht, ne? Aber eigentlich mag ich Artis. Hier ist mein größter Arti, glaube ich. Die ist am weitesten. Genau, alles aus Spaß und Freude. Also ist auch selten, dass ich denn mal irgendwelche Goldmunition auspacke. Weil, ja, mein Gott. Manchmal ist das Spiel entscheidend, da kann man das mal machen. Und gerade hier in den Goldpanzern habe ich dann auch ein bisschen Goldmunition drin. Aber wirklich viel Schuss hier. Manche spielen das ja nur mit Goldmunition und so. Also ist wie Religion, ich mache das nicht. GW-Tiger muss ich aber vorankommen. So von der Forschung her und so. Da werden wir mal eine Runde drehen. Deswegen, ich will mir da auch nicht anmaßen, dass ihr von mir was lernen könnt. Ich meine, klar, vielleicht der ein oder andere hat den einen oder anderen Trick noch nicht gesehen, aber ich habe das auch jetzt über ein Jahr nicht gespielt. Ist sehr wahrscheinlich, dass ich auch Fehler mache und so. Karte zum Beispiel, lass mich überlegen, wo ist denn da immer Action? Gute Frage, ey. Ich glaube, die ist sogar neu, verdammt. Wie heißt die? Gletscher, ja, die ist neu. Ja, die haben so überarbeitet mit HD und so was alles. Also, sieht schon teilweise fett aus. Oh, hätte ich jetzt geladen. Oh, ich würde ihm so eine braten. Neun Sekunden, Alter, da ist er doch weg. Nein. Ein Glück, ich habe nie geschossen. Okay. Komm ich nicht mehr ran. Hallo, wer sind wir denn?
bam, bam. Geht das ab hier? Okay, ist der andere Zielmodus? Ah. Oh shit, dem hätte ich auch so eine braten können. Lade! Fucking Lade! Geil aus, ne? Holy shit, hat der gekriegt. Ich konnte schon mal ein bisschen austeilen. Dreh, fucking dreh. Oh, hängen geblieben, nein. Verdammt, das war die letzte Chance, ihn irgendwo zu treffen hier. Musste ich eigentlich versuchen, ne? Verstecken sich die ganzen Camper. Die ganzen Basecamper. Der Penner, der weiß genau, wo ich stehe. Ja, geht hier auch so ein bisschen die Luft raus. Hast schon recht. Ein Testserver, den darf ich nicht streamen. Dachte ich mir, machst du mal. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ja, gelöscht habe ich es nur nicht, so rabiat nicht, aber. Ich gucke mich ja immer noch um. Man noch so machen kann. Also jetzt dachte ich mir, streamst du mal das hier, ne? Ewigkeit nicht gespielt. Punktabzug. Und in der Mumpel kostet zu viel, dass ich die jetzt verschwende. Dann treffe ich nachher nicht und so. Hatte ich schon zu oft. Und hey, ich sag mal, es noch halbwegs okay, wenn man immer so nach Punkte sortiert, ne? Wenn ich im Mittelfeld bin, bin ich total zufrieden. Ich bin kein guter Spieler. Ich habe hier Clan Level 11 mit Pleplan Clan Level 11 mit initiiert. Weil es halt bloß 10 Level gibt hier bei denen. Aber so, ich bin zufrieden, wenn es Plus gibt und Standardmatch. Doch.
5 Schüsse abgegeben, 3 direkte Treffer, 1 Flächenschaden, das heißt, einer war irgendwie bloß daneben. Okay, so. Ich hätte denn noch hier eine Art? Gucken wir mal. Mit den ganzen Aufträgen und was da alles neu ist mit Zetteln und weiß ich was alles, das muss ich mir in Ruhe nochmal durchlesen. Ich habe da ja noch so auch Aufträge noch offen und so. Wo man irgendwie einen Panzer, glaube ich, gewinnen kann oder sowas. Weiß aber nicht, ob ich die noch abschließen kann. Heißt die noch mal Steppen? Na, die kommt mir bekannt vor. Nee, kann ich nicht sagen. Horsthandler kenne ich nicht. Muss überlegen, wo ich mich jetzt hinstelle. Das ist das Problem. Nehme mich doch gleich. Wupp. Willkommen, Mr. Oberlurker. Hängen geblieben. Der Axt hängen geblieben. Gegen Gegenfeuer müssen wir uns mal kurz bewegen. Boah, wieder drüber. Schon ein bisschen nice, ich daneben ziele. Steht doch schon ein Scout neben uns. Da komme ich nicht ran. Jetzt kreiselt der Scout schon den großen Bio. Na so, Piet. Weiß ich da nicht. Komm schon, Kanone. Das war's für uns. Raus hier. Meine Kanone hat zu langsam gedreht.
liegt doch einer. Ach so, da auch. 2:8. Ob die überlaufen uns gerade? Die warten alle bloß darauf, dass er wiederkommt. Kommandant verwundet! Ja, ist halt aufgeschmissen als Arti, wenn ein Scout durchkommt, ne? Ein Leitpanzer. Ich hätte jetzt vielleicht eine Kette noch mitdrehen können, dann wäre ich schneller gewesen, aber ob das jetzt das Spiel rumgerissen hätte, ich glaube nicht. Und das ist garantiert eine Minusrunde. Siebentausend? Jo, das ist garantiert eine Minusrunde. Nur 11.000 Minus, geht ja noch. Gleich nochmal, weil es so schön war, ne? Oh. Das lieben doch alle Artifahrer. Himmelsdorf, oh Scheiße, ey. Düdü. Mal ein bisschen anders hinsetzen, ey. Ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Ich versuche hier mein Glück. Asnati. Oh, fuck. Das war knapp. Und hier mit drin, ja. Eigentlich hätte der den gebrauchen können, nicht da. Shit. Mann, der steht hier. Komm schon, 4 Sekunden. Schon wieder weggefahren, oh nein, 15.
Bleib ich da jetzt drauf? Verdammt. Sind nicht viele und der andere haut doch ab. Jetzt, wenn ich runtergehe, kommt da gleich wieder. Pass auf. Verzweifelt schießen, ne? Wenn man die nicht mehr sieht. Oh shit, jetzt hätte ich den gebrauchen können. Ich hätte hier vorne entziehen müssen wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte sich noch wenden, das Blatt. Versehen geklickt. Verdammt. Ich Idiot. 14 Sekunden. Schnell noch was abnaschen, bevor Ende ist. Nee, ich hab beim Runterziehen echt aus Versehen geklickt. Sah zwischendurch schon scheiße aus irgendwie für unser Team. Oh, eine große Ersatzteilkiste. Cool. Wieder in der Mitte. Wenig Gewinn, weil man an so einem hohen Arti-Level auch Haufen Kosten hat, wenn man daneben ballert. Aber der Sieg des Tages ist schon mal durch mit diesem Mal 2. So, was haben wir denn noch so? Großartig mehr Artis haben wir gar nicht, ne? Eine sehe ich noch. Das wird wahrscheinlich wieder eine teure Runde. Eine Marke.
was auch immer das ist. Wird eine teure Runde, schauen wir mal. Die hatten das ja damals schon geändert, glaube ich, dass man mit einer Selbstfahrerfette, glaube ich, auch nicht mehr im Zug oder zwei Selbstfahrerfetten nicht im Zug fahren können und so. Bienen. Ach Scheiße, ja. Oh. Da hochfahren. Was soll ich sonst machen? Bewegung! Ich bin Idiot. Ich meine, gerade bei so einem leicht gepanzerten Tank-Destroyer ist das einfacher, ne? Und mit dem hier bei den G95 brauchen sie halt Hilfe. Da ist der nächste. Kommen die denn alle her? Lade! Verdammt, lade. Charlie fährt Panzer, genau. Hallo, Edu.
Oh nein, 3 Sekunden, komm. Boah, hängen geblieben, nein. Hängen geblieben, ja, irgendwo ist der hängen geblieben. Shit. Es wird nichts mehr. Der versteckt sich. Ich muss dir sagen, ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gezockt. Kriegst du die Fresse? 10 Sekunden, schaffe ich nicht mehr. Okay. In der besseren Runden konnte was abnaschen und so. So. Wieder im Mittelfeld. Alles okay. 10.000 plus. Dude. Habe ich mit meiner Lieblingsart die auch einen Sieg des Tages? Und nicht einmal ist die Lampe angegangen. 6. Sinn hier. Ich glaube, am Wehrpass kann man am meisten sehen, wie lange ich schon World of Tanks spiele. Ja, 18.000 Gefechte halt. Aber ich habe jetzt über ein Jahr nicht mehr gespielt. Ja, registriert. 22. September 2011. Jo. Was machen wir denn jetzt? Ich würde eine ganz kurze Pause machen. Ich muss auf Toilette, der Kaffee drückt schon wieder. Bin ich gleich wieder da. Ja, wenn das okay ist, ich mach mal kurz eine Pause. Und reingehauen, schönen Abend noch in Usus, ne? Gleich wieder da. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet. We'll be right back.
besser wieder. Machen wir kurz die Musik wieder aus. So, dann mache ich die maximal ganz leise im Hintergrund an, aber ich glaube, ohne Musik kommt das besser, dann hört man die ganzen Geräusche und so. Ne? So, erstmal Musik aus. Moment, diesen Text da noch weg. Jetzt. Und nehmen wir den Credits ein bisschen. Fahren wir mal mit dem Löwen. Das hat alles nicht ganz so kritisch. It's a ghoul tank. Da muss man schon richtig dumm spielen, damit man damit Minus macht. Das war mir so klar. Ich zeige das mal kurz alles. Aufklärt, denn ist nämlich Asche. Sehen wir. Kommandant ausgefallen. Ist ja alles im Arsch.
scheiß Turm rüber. Sollte es nicht übertreiben. Seite und da, okay. Ein Jagdpanzer hat mich gesehen. Vielleicht ein Zufallstreffer, wer weiß. Bin auch noch mal rein. Ich bin auch schon tot. Einfach durch. Strecker. Schießt er denn noch? Ich glaube, er wird gleich vollstreckt.
Vollstrecker vollstreckt. Da kommst du nicht mehr weg. Ich glaube, das verlieren wir. Ich glaube, das verlieren wir. Keine Ahnung, was ich jetzt zocken soll. Ach, drehen wir eine Runde mit dem anderen Ghoul Tank. Sind ja wenigstens nur 9er dabei. Ich jetzt zerstörungsfrei hoch oder werde ich schon gleich spottet? Oh, da schon so. Jo, kriege ich gleich eine. Ach, da hat ihr sehen aus der Fahrt raus. Noch eine gehen. Komme ich nie runter. Ja.
lock ihn hierher, Mann. Runter, oh nein. Ach nö. Erwischt! Oh, ist der flach. Ja, oh, der sieht mich, ist klar. Das geht doch ja nicht hier. Komm. Ich sehe bloß eine Luke und er hat mich sofort gespottet. Ja, drüber. Super. Oh shit. Ja, ist klar. Weiter geht's. Wir sind verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Bereit zu feuern. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette wieder funktionstüchtig. Das war's für uns. Raus hier. 6 zu 11. Boom, boom, boom. Fahr los! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Ich glaube, das wird nichts mehr.
das? 186 Millisekunden Ping. Alleine, ne? Mauerbrecher fährt hier nicht hoch. Ich habe auch keine Art hier. Verwende ich jetzt kein Reparaturpack mehr. Nee. Zurück zur Garage. Ich kann es so und so nicht mehr beeinflussen. So. Das war auch eine Niederlage, das war klar. Probieren wir nochmal.
Test, Test, Test. Mal gucken. Wieder eine Arti zu fürchten. Mach ich jetzt hin. Für uns.
raus hier. IS-7. Da steht die AT, die hat die ganze Zeit drauf schießen. Shit. Aber naja. Hallo Tanja. Ja, Charlie hat verloren. Ist ja, IS-7 ist halt ein 10er und wenn ich da mit einem 8er gegenüberstehe, ist der bum bum, weg ist er. Genauso war es bei mir auch bum bum. Wenn ein Team zusammenspielt, dann kann er schon viel ausmachen. Ist ja, zwei heftige Kanonen. Gleich blub. Nicht? Okay. Aber die haben denen nicht mehr viel entgegenzusetzen. Aber, das ist egal, der Löwe ist ein Sieg geworden, aha. Gibt es da noch Gefechtsergebnisse? Ich habe zwar nicht so mega viel gemacht. Aber dadurch, dass es ein Ghoul-Tank war, gab es wieder ein bisschen Plus. Was könnte man sonst noch zocken? Den vielleicht. Da müsste noch ein Modul rein. Nee, nichts verbessert. Deine Werkzeugkiste einbauen. Ansetzer wäre jetzt zu teuer. Scherenfernrohr bringt im Heavy eigentlich nichts. Tarnnetz eigentlich genauso. Okay, das ist auch eine Niederlage. Zwei auf Lager, cool, dann baue ich einen ein. Fahren wir mal mit dem KV-4 eine Runde. 10er im Spiel, super. Das freut den 8er Spieler. Mal sehen, wo ich sterben darf. Eieieiei. Doch schon heavy, klar. Stehen sie auch gleich, decken sie nicht auf. Ja, wo soll mich dann? Ach, da muss man immer aufpassen. Ne?
Scheiße, da war er schon wieder. Ich darf bloß nicht durchbrechen, das ist das Wichtigste. Aber da steht nicht nur ein Panzer auf K rum. Eben noch ein Batscher gewesen, jetzt fährt da schon ein Emil rum. Eieieiei. Shit. Sichtgerät ausgefallen, wir sehen kaum noch was. Klar, er snipert jetzt zwischendurch. Da ist er schon hinter mir, super. War ja klar, wenn ich hier hinfahre. War noch ist alles drin. Die müsst doch genau da reinschießen können, aber die lädt wahrscheinlich noch.
Boom. Da hat sie reingeschossen. Super. Könnte noch was werden. 11 zu 7. Doch. So. Probiere ich nochmal mit dem Gotik. Mal gucken. Was ist das für eine Karte? Fischhammer? Hier wird ein Stich spottet. Oh nee, ne? Warum? Die Silhouette bringt nichts zu feuern. Haben wir gelernt. Da ist nämlich was dazwischen. Irgendein Haus oder irgendwas. Entschuldigung. Millimeter zu wenig.
glaube, ich kann schon wieder zurückfahren. Verdammte Axt. Das muss wehtun. Wir sind die Letzten. Moin! 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 Wirkungstreffen! Obwohl, da ein mit rein! Niederlage. Oh, mit dem KV4 ist noch ein Sieg geworden. Niederlage, das war das. Das war der Sieg vom KV4. Ja, auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ne? Ich habe ja hier schon nach Punkten sortiert. Gut, ich würde noch mal kurz auf Toilette gehen. Bisschen vegan. Gleich wieder da. Yeah.
das eigentlich für Musik? Machen wir mal aus. Tiefchen 30, wir wollen damit ja noch einen Sieg machen. Also go, go. Ich stehe ganz oben, das heißt aber nicht, dass ich jetzt... nicht reißen kann. Ich werde es versuchen, aber... Scheiße. Ich werde mal da vorne hinfahren, denke ich mal. Schon zu sehen. Wirkungstreffer. Gut. Wir sind bewegungsunfähig. 6 Sekunden, oh nee. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Wir haben die Kette repariert. Abpraller. Abpraller. Die Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Scheiße, hier 25 hier. Das war's für uns. Raus hier. Naja. Wie gesagt, wenn ich ganz oben stehe, muss ich nicht unbedingt immer der Beste sein. Mimimi.
dem müsste man noch mal weiter vorankommen. Dann mal wieder so vielleicht. Probieren wir mal mit dem. Mit der Blechdose. Diese Karte, ach du Kacke. Los geht's! Also ich bin nicht so spielentscheidend, glaube ich. Wirkungstreffer. Da kommt man aber ran. Ich weiß nicht. Nein! Hey, komm schon, Maus. Spack die Maus auch noch rum, super.
ich habe noch einen abgekriegt. Das war doch mal ein Sieg. Hab auch ein bisschen Punkte gemacht. Zwar jetzt nicht mehr, als ich erwartet habe. Oh, der T34 war auch noch ein Sieg. Mittelfeld. Unteres Mittelfeld. Richtig war Plus und dreifache Punktzahl. T34, da gucken wir uns auch noch mal kurz an. Auch so Mittelfeld. Wieder ein bisschen Credits gemacht. Punkte. Da habe ich eigentlich schon alles drin. Ne? 1000 zu dem, okay. Nee, dann nehmen wir eine Werkzeugkiste mit. Manchmal hat man das ja auch das Glück und ist selber an der Top-Level. Muss ich mich jetzt strategisch irgendwie verhalten, irgendwie nicht wasten, weil ich viel ausrichten kann. Mal überlegen. Oh. Der Wald vielleicht, ja. Mal gucken. Irgendwo ein Hügel, wo ich meinen Turm ausspielen kann und so. Schaffe ich es ja richtig schnell. Neues. Nee, das kann ich jetzt nicht verhindern, dass ich den umgefahren habe. Verdammt. Zur Brust nehmen. Da schon irgendwie ran. Zu tief. Shit, komm ich nicht mehr ran. Oh shit, ey, voll daneben.
läuft. Naja. Wenn nicht Gold Tank war, das in Ordnung. Unteres Mittelfeld. Hauptsache plus. So. Können wir sonst noch fahren? Die Knarre eigentlich nicht drauf. Wegen den Ketten oder weswegen? Hä? Gewicht, ja, rot, stimmt. Sollte ich mal eine Runde fahren damit, ne? Gut, machen wir nicht. So. Jetzt haben wir hier Drehstabfederung. Aber reicht trotzdem nicht für den. Okay. Hat der denn noch Aufklärung? 392. Könnte man so viele Sachen einbauen, ne? Da habe ich bloß noch ein auf Lager, okay. Davon auch. Nee, ich denke mal erstmal werden wir das so machen, gucken und vielleicht noch, falls ich angeschossen werde, dass ich nicht gleich was brauche. So könnten wir es mal probieren. Check it out. Ich weiß nicht. Wo man lang fährt, ist es eigentlich falsch, ne? Los geht's!
natürlich im Stein hängen geblieben. Gut, ich habe noch keine Leuchte, ich wusste noch nicht, dass ich gesehen wird. Sieht nicht so gut aus. Nächste Runde vielleicht. Vielleicht hätte ich ein Tarnnetz mitnehmen sollen. Wer weiß, wer weiß. Ich habe hier noch einen Jagdpanzer. Den kann man ja auch mal probieren. Musik kommt nicht gut. Oh, ich jetzt so. Das ist für einen Leitungs. Legen wir los! MT-25 ist das ein geiler Panzer. Wieder drüber. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mama, da sind ein paar.
muss der AMX halt da. T67 hat keine Ahnung. Nein! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Verdammte Axt, so spät gesehen. Einzige Chance, den Busch nutzen. Ich habe leider auch so einen schlechten Sichtbereich. Da ist er. Wir sind bewegungsunfähig!
Naja. Düdü. Niederlage, Niederlage. Ich würde noch mal eine Runde mit dem Panther fahren und da vielleicht Tarnnetz einmal mal gucken, ob das was bringt. Schauen wir mal. Klippe. Fährt er jetzt dahinter hoch? Ne? Ist klar. Steht auf seiner Camper-Position und kommst du nicht durch. Wenn ich mich jetzt verrate, dass ich da bin. Der ging nicht durch. Siehst du? Sieht er mich? Treffer!
hier. Aber genug für heute gezockt. Wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich World of Tanks oder was anderes streame, ne? Hauen Sie erstmal rein und danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Tschüss.